ist so. Letzte Gelegenheit für eine Wette. Und das ist der Start zum dritten Rennenpreis der Domenic Immobilien AG. Da bemühen sich mehrere Pferde um die Spitze. Sadi hat sie bekommen. Innen ist Isbahan an zweiter Position. Dann ganz außen Tortuguero, der hatte die äußerste Startposition. Da musste Jenny Langhardt schauen, dass sie jetzt nach innen findet. Und sie ist bereits an zweiter Stelle aufgetaucht. In gutem Tempo mit Sadi in Front. Tortuguero ist zweiter, dann folgt Isbahan mit Justin, dann Abrams Creek, The City's Phantom und am Schluss des Feldes Otto. Durch den Jeninser Bogen in einer Runde wird das dann der Schlussbogen sein in unverändert. Schneller Fahrt mit Sadi in Front. Das ist Antonio Ragno im Sattel. Dahinter Jenny Langhardt mit Tortuguero, lässt ihn nicht entwischen. Dann folgt der zweite Schimmel im Feld. Das ist Justin mit Tim Bürgin, innen begleitet von Isbahan, dem Fuchs mit Pablo Werder, dann ein weiterer Fuchs, das ist Abrams Creek mit Cecilia Schnieder auf der ersten von zwei Tribünenpassagen. An zweitletzter Stelle außen The City's Phantom mit Naomi Heller, innen begleitet von Otto und Latisha Huber. Es geht auf die letzte Runde. Mainfelder Bogen mit Sadi, gefolgt von Isbahan, dann Tortuguero mit Abrams Creek. Auf in lauer Position ist es Justin, gefolgt von The City's Phantom und Otto am Schluss des Feldes. Sadi versucht jetzt hier sich zu verabschieden. Sadi auf zwei, drei Längen weg. Sadi, Tortuguero macht sich auf die Verfolgung. Die beiden Schützlinge von Andreas Scherer sind vorne. Dann versucht auch Isbahan aufzurücken. Den Anschluss ganz verloren hat im Moment The City's Phantom. Vorne Sadi in einer Höllenfahrt geht es gegen den letzten Bogen. Aber Tortuguero, der hat noch nicht... Der hat hier noch nicht aufgegeben. Sadi ist vorne, aber Tortuguero kommt. Und von hinten versucht jetzt auch Otto Boden gut zu machen. Vorne ist Sadi. Sadi aber unter Druck, weil Tortuguero näher kommt. Dann Isbahan ist Dritter, dann ist es Justin mit Otto und Abrams Creek. Tortuguero kommt näher, aber Sadi hat noch die Spitze, noch etwa 220 Meter. Sadi vor Tortuguero, Tortuguero kommt, Sadi mit Tortuguero. Tortuguero oder Sadi? Sadi ist innen, Tortuguero kommt nicht vorbei. Tortuguero oder Sadi? Sadi wehrt sich. Sadi mit Antonio Ragno gewinnt vor Tortuguero. Dann ist es die Nummer 6, Otto mit Isbahan und Justin. Und ganz am Schluss hinter Abrams Creek die Nummer 5, The City's Phantom. Aber Antonio Ragno, was hat der wieder für einen Ritt gezeigt? Das ist verrückt. Der Mann, der hat es im Blut, wie gesagt, war lange, lange nicht mehr im Rennsattel im Einsatz, kommt. Schon in Dielsdorf hat er ein Flachrennen gewonnen, wird hier draufgesetzt, ist nachher noch in den Hindernisrennen mit dabei und gewinnt hier mit Sadi von der Spitze aus. Da gibt es noch ein Problem bei Abrams Creek, da hat die Reiterin die Bügel verloren oder ist der Sattel ist gerutscht. Aufpassen bitte, Abrams Creek ist nicht unter Kontrolle. Aufpassen bitte, die Leute, die auf der Bahn sind. Abrams Creek kommt in einer rasanten Fahrt hier in den Jeninser Bogen. Aufgepasst, die Leute, bitte nicht auf die Bahn gehen. Denn das wird hier jetzt noch ein Momentchen dauern, bis Cecilia Schnieder Abrams Creek unter Kontrolle hat, so wie schnell wie der hier kommt. Aufpassen bitte. Bitte auch jemand die Pferde dort unten aufpassen, dass die Pferde, die zurückkommen, die wissen natürlich nichts, die Reiter,